So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Civ City Rome. Wir versuchen ja immer noch, die dritte Militärkampagne zu gewinnen in Saguntum. So, und wir sehen hier, wir sind hier halbwegs gut besetzt, haben aber noch ein Kastell vollkommen leer. Wir haben jede Menge Holz, aber keine Speere. Und da ich die Mission ja nur gewinnen kann wirtschaftlich, ich kann sie aber militärisch verlieren, glaube ich, verdoppel ich mal die Anzahl der Speermacher in der Hoffnung, dass die mir schneller Holz geben. Ich möchte als erstes hier voll besetzt sein und am liebsten noch so viele Speere haben, dass, wenn ich Leute in der Schlacht verliere, die möglichst schnell wieder zu den Waffen kommen und sich nachrekrutieren. Gucken wir mal hier. Stadtzufriedenheit steht auf 0. Das passt soweit alles. Hier mache ich im Moment Verlust. Wenn ich aber die Speermacher nicht gebaut hätte, mache ich Gewinn. Das heißt, es geht auch ganz gut. Wir haben ja 30% mehr an Steuereinnahmen. Und dann gucken wir mal, was fehlt euch denn hier? Tuniken. Wieso denn Tuniken? Wir haben hier Tuniken. Wir haben auch schon wieder jede Menge Leinen. Ja, dann stelle ich das mal so ein, dass alle Überschüssigen ab 10 hier rübergehen, damit die sich weiterentwickeln können. Die sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Okay, Feinde kommen, das heißt, da kommt die nächste Welle. Gucken wir mal hier. Warum haben wir denn so viele Oliven? Wir haben 1, 2, 3 Olivenfelder. Aber wir haben doch hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Olivenpressen. Aber wir haben fast nichts an Olivenöl. Na, dann bauen wir noch welche. Machen wir hier noch eine dritte Reihe auf. So, dann muss es aber wirklich reichen. Wenn wir weiterhin mit Oliven überschwemmt werden, muss ich eins der Felder wegnehmen. Gut, und die Damen und Herren haben gesagt, die Feinde kommen. Dann nehme ich mir mal hier die ganzen. Warum geht ihr nicht mit? Und dann haben wir jetzt Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Viermal 25 und 4. Das ist ja schon eine ganze Menge. Hier ist keiner übrig geblieben. Okay, dann ist das unsere Streitmacht für die nächste Welle. Dann gucken wir mal. Also, 100 Stück, 104 Stück, 105. Oh, die teilen sich auf, die Blöden. Statthalter, Immigranten erreichen die Stadt. Dann wollen wir gucken. Boah. Glaube ich das denn? Na dann los. Wir haben mich vollkommen überrannt. Das ist ja eine clevere Taktik von denen. Tja, ich muss die trotzdem, glaube ich, erst hier hinten platt machen. Gebäude kann ich wieder aufbauen. Ach, wie süß. Da kämpft einer gegen den Elefanten und gewinnt. Sehr gut. Das hier finde ich weniger süß. Das finde ich sogar extrem scheiße. Mach die mal bitte platt. Gibt's ja gar nicht. Boah, was ich Leute verliere. So, wo sind denn noch welche? Hier oben? Feinde greifen unsere Gebäude an. Seht mal zu, ja, da braucht ihr nicht mehr hin. Statthalter, in der Stadt gibt es keine freien Nahrungsspeicher mehr. Einige Bürger können keine Güter mehr liefern. Wir haben den Feind besiegt. Na, das war ja eine wilde Runde. Ich habe nicht so ganz viele verloren, allerdings hier ein paar Gebäude. Das muss sich in Zukunft aber auch ändern. Was war das denn? Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Ja, ja, es gibt ja schon Nahrungsspeicher, ist ja alles gut. So, und da hinten war ein Tempel. Den haben die mir auch geblättet, die Blöden. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles wieder aufgebaut, dachte ich. Schreinerei. Die haben echt ordentlich gewütet, mein lieber Mann. Also, es geht nichts daran vorbei, dass ich so schnell wie möglich die Kastelle vollkommen ausbauen muss. Und dann ist eben auch die Frage, ob ich die, wenn sie voll ausgebaut sind, 25, 25, 6, ob ich die nicht vielleicht gleich hier unten in die Ecke stelle, wenn die immer von da kommen. Das war bis jetzt auch immer meine Taktik, aber damit die sich nicht
teilen können. Aber im letzten Teil war es ja nun mal so... Was mache ich denn? Ich mache mal die Rationen hoch. Dafür kann ich die Löhne ein bisschen runtersetzen. Im letzten Teil war es ja so, dass die auf einmal aus verschiedenen Ecken gekommen sind. Das wäre dann natürlich extrem unschön. Weiß ich nicht. Vielleicht lassen wir es auch einfach erstmal so, wie es ist. Schwierige Entscheidung. Okay, was haben wir denn? Wir versinken in Oliven. Ja, das braucht ja kein Mensch. Also dann glaubt hier mal, muss mal ein Olivenfeld dran glauben. Das geht ja gar nicht. Die machen mir ja nur die Nahrungsspeicher voll. So viel Olivenöl brauche ich für die paar Häuser auch nicht. So, und dann will ich gucken, dass ich die hier vernünftig entwickle. Dann kriege ich nämlich auch vernünftige Steuereinnahmen und kann das Spiel gewinnen. Die brauchen Olivenöl. Jetzt haben wir hier genug, dann stellen wir das genauso ein. Alles über 10 soll nach hinten, dann können die sich hier auch entwickeln. Und die brauchen noch ein bisschen Unterhaltung, um aufzusteigen. Dann werde ich das mit einer Taverne lösen. So. Dann sollten die auch alle glücklich sein. Um eine Taverne gehört ein Weg. So. Wie sieht's hier aus? 25, 25, 22, 1. Okay, also es geht vorwärts. Haben wir denn hier Speere? Wir haben sogar noch ein paar. Wir haben auch noch genug Holz. Wir haben jede Menge Weizen, aber kein Mehl. Das heißt, ich werde hier nochmal versuchen, eine zweite Mühle hinzusetzen. Also so. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, und dann ist die Frage, ob ich mit den Jungs und Mädels hier wirklich so viel Geld verdiene, wenn die jetzt aufsteigen, dass ich diese 25.000 erreichen kann. Ich glaube ja schon. Wir machen ordentlich Gewinn, das heißt, es geht richtig vorwärts. Wollen wir hier nochmal gucken. Tja, wir haben wieder Leinen, Leinen, Leinen. Dabei haben wir doch nur 2 Flachsfelder gebaut. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Hm. Die sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Wir haben jetzt auch eine ganze Ecke an Token. Damit könnten wir natürlich handeln da hinten mit und noch ein bisschen Geld verdienen. Dafür brauchen wir aber... Hier oben, mit denen können wir ja handeln. Erstmal 1500, na komm, dann mache ich das mal. Ja, das ist der Seeweg. Okay, das heißt, ich muss auch gleich noch... ein Handelsdock und eine große Werft bauen. Nochmal 700. Boah, da muss ich erstmal eine Weile für handeln. Okay, wir haben aber genug Leinen. Das heißt, ich werde einfach hingehen und noch 2 Herrenschneider da hinsetzen. Passen die da hin? Wie gemalt. Okay, dann kümmere ich mich erstmal um die Feinde. Die haben eben gesagt, es sind Feinde im Land. So, habe ich diesmal alle. Ich bin voll besetzt. Mehr geht nicht. Mehr kann ich nicht, wenn ich das Ganze also gewinnen will, ohne dass ich Eisenhandel und Schwertmacher aufbaue, dann ist das meine maximale Truppenstärke. Mal gucken, ob das reicht. Wo kommen sie? Da unten kommen sie. Dann auf geht's. Teilen ist doof. Los geht's. Auf geht's ins Gemetzel. Am besten gleich auf die Elefanten. Das andere Fußgekraute sollte einfach überrannt werden. Ja, das sieht gut aus. Ich verliere... Na doch, einige. Wir haben den Feind besiegt. Nicht mal die Hälfte. Gut. Dann wollen wir mal jetzt gucken. 15 Speere, das heißt, es sollte sich auch relativ schnell wieder nachrekrutieren. Gar nicht schlecht. In der Stadt sinkt. So, was habt ihr hier wieder für ein Problem? Arbeitslosigkeit. Und ich habe die Rationen schon relativ weit oben. Das heißt, ich kann das ja nur durch Löhne ausgleichen. Erstmal Arbeitszeit will ich nicht runtersetzen. Was gibt's hier? Ihr habt keine Betten. Wieso? Wir haben doch Betten. Ja, müssen wir auch verteilen.
machen wir genau dasselbe. Alles über 10 Betten geht weg. Dann brauchen wir auch keine 2 Bettenmacher, sondern nur einen. Wenn wir so viele Betten übrig haben. So, und dann wollte ich ja eigentlich handeln. Das heißt, ich muss hier erstmal eine Werft hinsetzen. Aha, ich dachte, ich könnte. Kann eine Botschaft nicht. Von Marcus Antonius. Ich bin gekommen, um eure Stadt zu preisen. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich wünsche euch und eurem Volk alles Gute. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Sehr schön, wenn der meine Stadt preist. Das finde ich total super. Da fahre ich doch gleich die Löhne wieder runter. Ich brauche alles Geld, was ich kriegen kann. Okay, hier die Damen und Herren steigen auf. Was ist hier für ein Problem? Ja, hier ist doch ein Tempel. Kollege, du brauchst da nur reinmarschieren. Gut, jetzt geht's hier vorwärts. Wie sieht's hier aus? Fast schon wieder voll besetzt. Es gibt auch genug Speere. Das heißt, das funktioniert alles. Schön, schön. Die Ration sieht nicht so gut aus. Okay, dann muss ich jetzt... Das hat sich wieder normalisiert. Ich muss die Rationen einen runter... Und mit den Löhnen hoch. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass ich so schön Geld verdiene, aber es war ja schon klar, dass das in der Mission nicht so einfach wird wie in den anderen. Tja, gucken wir nochmal hier rein. Das hält sich. Das ist jetzt einigermaßen in Ordnung. Brot haben wir auch. Das sieht ganz gut aus. Hier haben wir ein paar Speere. Ja, Leinen, Leinen, Leinen. Wir haben die Togen, die werden dann aber jetzt ja gleich wegtransportiert. Relativ wenig Holz. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die natürlich jetzt hier auch das Schiff bauen. So, ich war schon einen Schritt weiter. Ich will hier Zeug verkaufen und zwar am besten alle 40. Immer die maximale Anzahl. Mal gucken, ob das geht. Gut, das hält sich alles. Hier steigen alle auf. Was müsste ich denen denn bieten? Wasser und ein Bad. Ach, und das hier ist wieder so ein einsamer Verlierer, der keine Toga findet, weil er... Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Doch, hier könnte er hin. Naja, mal gucken. Gut, Zufriedenheit sinkt, das ist total bescheuert. Warum denn das? Jetzt habe ich gerade die Rationen runtergeschraubt. Noch höher will ich die Löhne eigentlich nicht machen, dann muss ich es doch so machen. Ja, und dann ist halt die Frage, ob ich jetzt das hier wirklich noch ausbaue oder ob ich einfach warte. Ich verdiene ja jede Menge Geld. Das ist ja alles ganz gut, es geht vorwärts. Hier bin ich voll besetzt und ich habe Speere. Das Einzige, was ich im Moment ein bisschen wenig habe, ist Holz. Ich ersticke in Leinen. In Leinen, ne? Gibt's doch gar nicht. Baue ich da hinten noch zwei Herrenschneider? So. Nehmt mir das Leinen ab. So, will ich, dass die hier noch aufsteigen? Ich meine, es geht jetzt hier wirklich ganz gut vorwärts. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Ich glaube, dann werde ich eher noch rundherum noch mal ein paar Häuser stellen. Die können ja eventuell auch noch aufsteigen. Und da werde ich schon genug Probleme kriegen, die zu versorgen, denke ich. Aber da ich ja über die Steuern jede Menge Geld einnehme oder genug Geld einnehme... Ist ja jedes Haus, was ich hier hinbauen kann, ein gewonnenes Haus. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Also probiere ich das mal so, ohne dass die weiter aufsteigen. Mal gucken, was da passiert. So, Feinde sind da, also beziehungsweise angekündigt. Dann mal los. Noch ein tolles Schiff für die Stadt. Wie Sie das hier wohl nennen werden? Schiff ist fertig und das heißt, das wird ja hier auch gleich ablegen, wenn es beladen ist, mit den Togen. Da kommen sie schon. Sehr gut.
Tja, fehlen mir die Feinde? Also, wirklich fehlen tun sie mir ja nicht, aber ich werde ja nicht drum rumkommen. Das geht in die richtige Richtung, das sieht gut aus. Feinde haben die Stadt erreicht. Gar nicht schlecht. Dann mal los. Wollen wir hoffen, dass die Wellen nicht noch größer werden. So, diesmal kommen sie von da und sie teilen sich wieder auf. Also, auf geht's auf die Elefanten. Ach, und hier brechen sie natürlich durch. Ah, da werde ich wieder nachbauen müssen. Und hier stehen auch noch welche. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal auf die Elefanten. Und hole mir das Gemüse da drüben selber. So. Feinde greifen unsere Gebäude an. Ja. Nicht mehr lange. Ach, die machen aber auch einen großen Schaden. Ist ja nicht zu glauben. Okay, das wird definitiv ganz schön knapp immer, dass ich mir die da zusammenhalte. Wird die Zufriedenheit in der Stadt auch nicht so zum Besten stehen. Wir haben den Feind besiegt. Was war denn das für ein Fehler? Na egal. Also, wir verlieren nicht viele Leute, die brechen nur durch und machen hier lauter Schaden, den sie nicht machen sollen. Tja, aber ich habe ein bisschen Schiss, meine Truppen gleich da vorne hinzustellen. Weil ihr habt ja noch das Ende der letzten Mission, dieser Chaos-Mission im Kopf. Da kamen die auf einmal von einer ganz anderen Ecke. Und wenn mir das passiert, dass die hinten in die Stadt einfallen, und ich meine Truppen da unten links an der Ecke habe, dann bin ich verratzt. Dann baue ich immer lieber mal ein bisschen hier so auf. Mehr haben sie ja nicht kaputt gemacht, glaube ich. Und außerdem geht das hier auch vernünftig vorwärts. Ich glaube, das will ich eher so machen. Okay, jetzt haben wir auch genug Speere. Sehe ich hier unten. Jede Menge. Das heißt, hier müssten die sich auch alle wieder aufleveln. Das ist ganz gut. Wir haben ein bisschen wenig Holz. Ah, die Holzfäller haben natürlich... Ach du Hilfe, ja, die haben jetzt einen richtig schönen langen Weg. Kann ich denn hier oben einen hinstellen? Da. Da kann ich einen hinstellen. Bitteschön. Sehr gut. Der hat zwar genauso einen langen Weg, aber der Einzugsbereich wird größer. Mal gucken, dass das alles funktioniert. So, die hier... Entschuldigung, die hier sind alle soweit zufrieden. Ich verdiene Geld ohne Ende. Was macht denn hier mein Schiff? Das segelt super mit 40 Tuniken. Das heißt, hier ist jetzt auch erstmal wieder mit Togen segelt das ja. Hier ist Ruhe. Ich kann nicht gegen das Leinen anbauen. Das wird wahrscheinlich komplett reichen, demnächst ein Flachsfeld zu bauen. Das ist ja unglaublich. So, das hier passt eigentlich auch. Könnte ich zur Not sogar noch einen Bäcker bauen. Holz haben wir genug, Betten haben wir genug. Also Holz haben wir nicht genug, aber Betten haben wir genug. Lanzen haben wir genug. Okay, also es gibt hier eigentlich für dich gar keinen Grund, blöd zu sein. Was ist hier los? Ja, wir haben nicht mehr genug Futter. Güter wurden von euren Händlern in einer fernen Stadt verkauft. Wir haben nicht mehr genug Futter. Daran nichts. So, jetzt kann ich anfangen hier zu fischen, habe ich gesehen. Einmal, zweimal, dreimal. Oder ich baue hier hinten weitere Tierfarmen und ich glaube, da bin ich ein bisschen faul und baue hier weitere Tierfarmen und lieber noch zwei Metzger hier hin und hoffe, dass ich das hinbekomme. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Es gibt ganz schön wenig Brot. Es ist aber genug Mehl da. Okay, dann schreit das ja quasi nach Bäckereien. So. Und das geht ja hier dem Ende entgegen. Mal auf die Uhr gucken. Noch mal ein bisschen Zeit. Dann
glaube ich, dass ich das vielleicht sogar in dieser Folge schaffen kann. Oder es zumindest nicht allzu viel Überlänge gibt. Wollen wir mal sehen. Statthalter, in den Nahrungsspeichern ist bedrohlich wenig Nahrung belagert. So. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Die jetzt kommen wieder Feinde. Ich habe zu wenig Wasser. Ich habe überall Wassermangel. Das soll ja nicht so sein. So. Tja, und jetzt entscheidet sich's wieder. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Hier haben wir... Hallo? Hier haben wir voll besetzt. Und mal gucken, dass wir sie diesmal auch wieder vernünftig schlagen können. Was ist denn hiermit? Das möchte ich auch gerne. Gibt's doch gar nicht. Wieso kann ich denn nicht alle markieren? Sag einmal. Bin zu blöd. Ich bin einfach kein Feldherr. So, jetzt. Mann. So, ja, das hier geht eigentlich von selber. Wollen wir noch einmal gucken. Der Handel müsste ja letztes Jahr 800 eingebracht haben. Naja, also das lohnt sich nur bedingt, die Token zu verkaufen. Zumindest, wenn wir jetzt wirklich fertig werden. Feinde haben die Stadt erreicht. Wir haben ja mit dem Weg 1500 und dann noch das Handelsdock und die Werft. Da haben wir viel mehr investiert. Da müssen wir erstmal 3-4 Jahre handeln, bis wir das überhaupt wieder rauskriegen. Die Steuereinnahmen sind das, was im Moment wirklich cool ist. So, jetzt rennen die hier doch nicht schon wieder an mir vorbei. So, diesmal habe ich sie gestellt, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich eigentlich... Das fällt mir ein, das weiß ich von der letzten Folge gar nicht mehr. Habe ich eigentlich die Militärsachen erforscht? Okay, das scheint einfach zu gehen. Sehr gut, wir haben den Feind besiegt. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Sag mal, habt ihr die Militärsachen erforscht? Ach, habe ich noch gar... Doch, da, die 25% kämpfen sie schon besser. Und hier werden, dass die Waffenschmieden mehr produzieren. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe so viele gebaut. Hey, wo ist meine Stadt? Ich habe jetzt wirklich genug an Speeren. Jetzt könnte ich die abreißen. Aber eigentlich funktioniert es auch so. Und da gucke ich lieber, dass die hier noch zufrieden sind. Ah, wir haben wenig Essen. Ah ja. Das geht schon. Also wollen wir hier nochmal sagen, dass alles über 75 soll weggebracht werden. So, Essen, 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 Essen und Tuniken. Tuniken, Tuniken, wieso sind hier keine Tuniken? Ich dachte, ich hätte hier eingestellt, dass alles über 10 hier rübergebracht wird. Anscheinend aber nicht. Habe ich wohl vergessen. Na sowas. So, das geht aber, das geht. Öl kommt da auch hin. Wir haben schon 20.000. Okay, ihr lieben Leute, also dann spiele ich's durch. Dann hoffe ich, dass ich das alles in die Folge reinkriege und mir nichts noch was Komisches passiert. Was ist hier los? Wasser, Wasser, Wasser. Der hier in der Mitte hat echt gut zu tun. Okay, die steigen weiter auf. Ich werde jetzt auch nichts weiter tun, damit die noch weiter aufsteigen, weil dann werden mir meine Ressourcen noch knapper. Sondern ich warte einfach, bis ich hier oben die 25.000 habe. Das sollte ja jetzt funktionieren. So, und warum die Einzelnen hier keine Tuniken haben? Ach ja, wenn man davon spricht... Ja, holen die sich auch? Olivenöl gibt's hier auch, Kollege. Ihr solltet doch gleich glücklich sein. Gut. Togen. Togen sind schon wieder weg. Das heißt, das Schiff hier unten fährt schon wieder. Das Dumme ist, die bauen immer ein zweites, deshalb hatte ich zwischenzeitlich auch so wenig Holz. Ach nee, der kommt erst wieder. Okay. Ganz schön lange Fahrt, mein lieber Freund. Die Priester fürchten, dass die Liebesgöttin Venus keine Zuneigung für unsere Stadt empfindet, weil ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Da kommen die Eier, okay.
So, ja, wir haben jetzt wirklich genug Speere. Aber die 2.500 sollte jetzt schnell gehen. Ich will eigentlich nichts mehr dran ändern, muss ich euch ehrlich sagen. Tja, was mache ich denn jetzt? An den Rationen kann ich nichts machen. Ach, Venus ist betrübt. Ja, bitte, das regelt sich auch von selber. Die Venus, die alte. Was fehlt hier? Betten. Wieso sind hier oben keine Betten? Da ist Religion. Hier sind 10 Betten, 11 Betten. Okay, der kommt schwer nach. Also hier hatte ich doch eingestellt, dass alles über 10 weg soll, ne? Ist das denn nichts Dauerhaftes? Verstehe ich gerade nicht. Ich habe gedacht, das wäre dann immer so. Jetzt hat er sich's auch gemerkt. Hier, das nimmt er auch gerade nicht. Seltsame Sachen. Aber egal, gleich ist es soweit. Dann habt ihr es geschafft. Beziehungsweise ich hab's geschafft. Folgenlänge passt perfekt. Fast perfekt. Und ich hoffe, dann haben wir es erlebt. Na? Na? Statthalter, eure Mission ist ein Erfolg. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Tja, die Feinde interessieren mich nicht mehr. Ich sag, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Mission. Tschüss.